Hallo, herzlich willkommen von Woma Adventure. Ja, Fanlife läuft nicht immer so ab, wie man sich das wünscht. Und es ist nicht immer happy clappy. Es passieren manchmal auch Dinge, ja, die einem nicht so Spaß machen. Nämlich dann, wenn etwas kaputt geht. In diesem Fall, ja, ist der Kühlschrank plötzlich kaputt gegangen, beziehungsweise in der Nacht oder am Morgen früh gab es einen Temperaturalarm. Und dann habe ich zuerst mal geguckt, da habe ich gedacht, ja, vielleicht war nur die Tür offen und dann kommt das schon wieder. Aber leider kam er dann nicht. Ich musste ihn dann ausbauen, rausziehen und dann habe ich angefangen zu suchen. Kompressor lief immer soweit, das war ja in Ordnung. Und ja, der Kühlschrank hat dann einfach die Temperatur nicht mehr gehalten. Und so bin ich auf die Suche nach dem Fehler. Socke heiß. Ja, der ist irgendwie, irgendwas funktioniert gerade nicht mit der Regulierung. So sieht das aus, wenn der jetzt nur mitten im Flur steht. Und uns hat ein Omani geholfen und wir stehen hier bei diesen Shops, die es überall gibt, diese kleinen Reparaturwerkstätten. Und da wird mal nochmal richtig, ja, recycelt, weil hier wird alles repariert, was es so an Geräten gibt. Sieht das jetzt hier von der anderen Seite aus, weil der Kühlschrank im Gang steht. Es liegt im Kalkofen. Ja, wir waren dann insgesamt bei drei Reparaturwerkstätten. Das sind so Hinterhofwerkstätten, kann man sagen, von Bangladeschis. Die verstehen ihr Handwerk natürlich super. Und dann haben wir alle Kühlelemente angeguckt, innen, außen. Ich habe ihn zerlegt, damit man da schön dazukommt. Und ja, leider hat man da nichts gesehen. Und dann seine Diagnose war dann, dass der Kühlschrank auf der Seite hatte da so Leitungen eingelassen, am Metall geklebt, unreparierbar hieß es dann. Oh je, das war der Worst Case, weil geplant war, dass das Teil immer drin bleibt. Und eben einfach immer repariert wird. Leider habe ich nicht gewusst, dass da an der Seite das eben nicht reparierbar ist. Ja, nun, und so machten wir uns auf die Suche nach einem neuen Kühlschrank. Wir sind nach Ibri gefahren, aber leider gibt es da kaum Kühlschränke in der, ja, unserer Größe. Alle sind größer. Hier sind die zum Teil sehr breit. Und so müssen wir jetzt halt nach Maskat fahren, gute 220 Kilometer wieder zurück. Und da soll es ein paar große Geschäfte geben. Und da haben wir dann auch dieses Bild von verschiedenen Kühlschränken, die wir zur Auswahl haben. Also wir haben jetzt uns für einen neuen Kühlschrank entscheiden müssen, den zu kaufen. Da wird gerade die Tür ummontiert, das macht René. Und als Tipp, falls ihr mal ein Elektrogerät braucht, die Stecker hier sind natürlich anders, also vielleicht so ein paar Ersatzstecker aus Europa mitbringen, dann kann man die Elektrogeräte natürlich hier auch verwenden. So, volles Chaos hier im Camper, nämlich der alte Kühlschrank muss raus und der muss im Camper jetzt zersägt werden, weil er zu groß ist für die Tür zum Rausziehen. Ist, dass er wenigstens da reinpasst, wenn er die Tür passt. Jetzt so breit, der Kühlschrank ist durchgesägt. Jetzt muss er hier. Praktisch ist es total krass. Jetzt muss der hier auseinandergelegt werden. Also kauft euch niemals einen Kühlschrank, der größer ist als eure Türöffnung. Weil sonst habt ihr echt ein Problem. Jetzt passt er raus zur Tür, die eine Hälfte. So krass. Ich wollte eigentlich immer reparieren, aber das Ding ist undicht, da vergossen in der Wand. Unreparierbar, alles war draußen, das ganze Gas. Also, nicht lange fackeln. Schmiedi fragen. Wird halt zerlegt. Ha ha ha.
Ja, und das ist das große Teil. Das muss jetzt auch raus. Alles muss weg. So sieht ein Kühlschrank von innen aus. Ein halber Kühlschrank. Ah ne, dreiviertel Kühlschrank. Aber die ganzen Elektronikkomponenten, die verschenke ich ein. Habe ich schön alles ausgebaut. Die Sägeflocken von der Dämmung hängen natürlich überall. Jetzt muss erstmal geputzt werden, bevor der neue Kühlschrank hier rein, das Loch für ihn. So, jetzt kommt der neue wieder rein und der passt hier ja ausgemessen durch die Tür. Gott sei Dank. So, das sind die Reste des Kühlschranks. 2 Jahre hat er gehalten. Aber er wird natürlich auch echt strapaziert im wackelnden Camper. So, jetzt habe ich den Kühlschrank komplett zerlegt, weil ich wissen wollte, was das Problem ist. Hier die Metallverkleidung weggenommen, da drin sind die Leitungen rechts und links eingelassen, hingeklebt. Hier die Heizleitungen eigentlich, da, also da wird es heiß, da kühlt es sich ab sozusagen. Und mich hat es jetzt einfach runtergenommen, wo er leckt. Und ja, eine von diesen Leitungen hat geleckt, ich kann es mir nicht vorstellen, aber hier ist alles feucht. Tja, also unreparierbar, deswegen rausgeschmissen. Das ist unser neuer Kühlschrank. Ein bisschen kleiner, ein bisschen nicht so hoch. Und vor allem hat es jetzt rechts und links Platz. Da oben hinten ist er gesichert, so dass ich ihn auch wieder rausbringe. Denn das Ding ist ein Provisorium, dann hier unten gegen verrutschen. Und wieder ein Tiefkühler, halt jetzt ohne Schubladen. Und der Kühlschrank ist bereits wieder voll. Ja, das ist aber mein Provisorium. Ich werde den dann, wenn ich zurück bin, ersetzen durch einen besseren. Ja, der neue Kühlschrank hat nur 300 Euro gekostet. Und jetzt ist es halt so. Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt, ja leider, aber so ist das Leben halt. Es gibt Dinge, die halten lange und andere halt eben nicht. Und aber es gibt ja ganz viele Wohnmobilisten, die schon lange mit einem 230 Volt Kühlschrank herumfahren. An und für sich ist das auch kein Problem, weil der einzige Unterschied beim Kompressorkühlschrank ist ja eigentlich nur der Kompressor. Und ansonsten sind die ja gummigelagert, weil der Kompressor selber schüttelt ja auch. Und von daher vibriert das immer und sonst die Leitungen sind eigentlich auch gut befestigt. Aber jetzt ist es halt so, irgendwie wurde der undicht und jetzt ja, wurde er halt ersetzt. Und es gibt Schlimmeres. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder kühle Produkte, leider kein Bier. Weil hier gibt es ja kein Bier da, wo wir uns gerade bewegen. Aber egal, wir werden es überleben. Also, schön wart ihr dabei, wenn es euch gefallen hat. Daumen hoch. Mir hat es nicht gefallen, also Daumen runter. Also das Video schon, aber die ganze Sache nicht. Okay, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.